Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die CDU-Fraktion widmet ihre Aktuelle Stunde, nicht überraschend, dem Thema der inneren Sicherheit. Der Bogen wird breit gespannt. Vor dem Hintergrund der beunruhigenden Entwicklung weltweit, die sich auf uns alle auswirkt, hat die öffentliche Sicherheit zweifellos einen hohen Stellenwert. Es kommt jedoch darauf an, mit welcher Intention man dieses Thema setzt. Mit dem umfangreichen Entschließungsantrag erhebt die CDU-Landtagsfraktion erneut den Anspruch auf die Meinungsführerschaft bei der Ausgestaltung der Sicherheitspolitik im Land Brandenburg. Allerdings widerspiegelt dieser Antrag zugleich und sicher ungewollt, dass es gut ist, dass die brandenburgische CDU eben nicht das Sagen auf diesem wichtigen Gebiet der Landespolitik hat. So sind Sie ja nicht einmal in der Lage, die Bedingungen im Land korrekt wiederzuspiegeln. Sie sprechen in Ihrem Antrag davon, dass die Polizei gegenwärtig weniger als 8.000 Personalstellen hat. Dabei wissen Sie doch ganz genau, dass die für 2015 und 2016 vorgesehenen KW-Vermerke gestrichen und damit der Personalabbau gestoppt werden. Im Übrigen verweise ich Sie auf die Antwort zu Ihrer Kleinen Anfrage, Herr Lagenmacher, vom 3.11.2015. Da wird Ihnen mitgeteilt, dass die Polizei zum 1.11.2015 8.057 Bedienstete hatte. Sie müssen das nur lesen. Genauso ist das mit Ihren Zahlen für den Verfassungsschutz, der tatsächlich personell abgebaut worden ist, aber eben nicht auf die von Ihnen behaupteten unter 90 Stellen. Übrigens, ich weiß ja, dass Sie es nicht so mit der geschlechtergerechten Sprache haben, aber offensichtlich gehen Sie davon aus, dass es beim Verfassungsschutz nur Männer gibt, während Sie immerhin von Polizistinnen und Polizisten sprechen. Aber das nur nebenbei. Neben anderem mahnen Sie an, die Ausbildungskapazitäten bei der Polizei erheblich auszubauen. Fakt ist, die für dieses Jahr geplante Einstellung von 310 Anwärtern ist eine Rekordzahl. Vor diesem Hintergrund ist es schlichtweg deplatziert, eine erhebliche Erhöhung dieser Zahlen zu fordern. Ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen fortführen. Der Entschließungsantrag ist ein Sammelsurium verschiedener Probleme, die ohne erkennbare Systematik aneinandergereiht werden. Schon deswegen kann man diesem Antrag nicht folgen. Entscheidend ist jedoch, und das wissen Sie ganz genau, Sicherheitspolitik wird nicht mit detaillierten Vorgaben durch Parlamentsbeschlüsse gemacht. Wenn Ihr Antrag wirklich erforderlich wäre, wäre das Kind bereits in den Brunnen gefallen und die dafür Verantwortlichen hätten eklatant versagt. Das ist jedoch definitiv nicht der Fall. Ich gehe davon aus, dass die Ergebnisse der Evaluierung der Polizeireform auch von Ihnen zur Kenntnis genommen worden sind. Dazu gehört auch das Konzept zur Umsetzung der Empfehlungen dieser Evaluierung, das uns in der vergangenen Woche schriftlich übermittelt wurde. Die dort formulierten 89 Aufgabenstellungen für die Umsetzungskommission sind zum Teil bereits erledigt oder sollen 2016 bewältigt oder zumindest angegangen werden. Dabei fehlt keines der im Zusammenhang mit der Reform diskutierten Reizworte wie die Stärkung des Wach- und Wechseldienstes, die Stärkung der Bereitschaftspolizei, die Stärkung der Kriminalkommissariate oder die kritische Auseinandersetzung mit dem Prinzip der Führung auf Distanz. Übrigens, wir wollten eine solche objektive Analyse, die jetzt gezeigt hat, dass die ursprünglichen Personalplanungen für die Polizei nicht den Bedingungen im Land Brandenburg entsprachen. Hier gab es unrealistische Einschätzungen, die zum großen Teil schon korrigiert sind und noch korrigiert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Brandenburg ist ein sicheres Land. Die brandenburgische Polizei ist technisch und personell gut aufgestellt und das soll auch so bleiben. Deshalb werden wir den Prozess der Umsetzung der formulierten Aufgabenstellungen aufmerksam begleiten. Mit dem jetzt eingebrachten Nachtragshaushalt verbinden sich Entscheidungen, mit denen der Personalabbau bei der Polizei faktisch eingestellt wird. Wir entscheiden uns damit für eine Polizeistärke, die über 1.100 Stellen mehr umfasst als zum Beginn der Reform geplant. Diese Diskussion muss und wird weitergeführt werden, wenn es um den Haushaltsplan 2017 und 2018 und die Personalbedarfsplanung geht. Ich will allerdings auch darauf aufmerksam machen, dass die Herausforderungen unserer Zeit weit umfassender sind als das Sicherheitsthema, das Priorität hat, aber nicht die einzige Herausforderung ist. Die CDU fordert eine Neubewertung der Bedrohungslage in Brandenburg. Damit rennen Sie offene Türen ein.
So macht der Innenminister in seinem Umsetzungskonzept darauf aufmerksam, dass aktuelle Lageentwicklungen und gesellschaftliche Veränderungen wie die anhaltende Flüchtlingssituation und der internationale Terrorismus nicht Gegenstand der Untersuchungen und Betrachtungen waren. Das heißt auch, dass die Prioritätensetzung und die Umsetzungsplanung darauf ausgerichtet werden muss, so der Innenminister. Wie wir alle im Dezember erfahren konnten, sind dazu schon erste Festlegungen getroffen worden, so zum Schutz und zur Bewaffnung der Polizei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zugleich ist mir wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass die von der CDU beschriebenen Themenfelder nicht nur unter dem Sicherheitsaspekt zu betrachten sind. Wenn wir die Ursachen für die Ausweitung des Terrorismus angehen wollen, ist Politik in ihrer ganzen Komplexität national und international gefordert. Wir müssen in aller Nüchternheit feststellen, mit der Sicherheitspolitik im Land Brandenburg können wir letztlich nur die Auswirkungen bekämpfen und möglichst gering halten. Meine Damen und Herren, im Umgang mit den Flüchtlingen im Land Brandenburg sind wir alle gut beraten, an dem parteiübergreifenden Vorgehen in den Grundsätzen festzuhalten. Wir werden diese Herausforderung nur meistern, wenn möglichst viele bei der Aufnahme und bei der Integration von Flüchtlingen an einem Strang ziehen. Die Polizei und der Sicherheitsapparat insgesamt haben mit dem Schutz von Flüchtlingen dazu einen Beitrag, aber nicht die Hauptarbeit zu leisten. Meine Damen und Herren, die Übergriffe in der Silvesternacht in Köln haben bundesweit für viel Empörung und Unruhe gesorgt. Sie haben eine fatale Wirkung auf die öffentliche Meinung zu Flüchtlingen und anderen Migranten in Deutschland. Ohne das unterschätzen zu wollen, will ich hier aber auch feststellen, dass es gegenwärtig nicht möglich ist, daraus fundiert und verbindlich abzuleiten, welche Relevanz das für die Bundesrepublik insgesamt und für Brandenburg hat. Was uns nicht weiterhilft, ist Hysterie und Verunsicherung. Das lähmt die Zivilgesellschaft und genau das können wir alle nicht wollen. Und Herr Gauland, Ihr primitiv-populistischer Umgang mit diesen Ereignissen, Ihr schamloser Versuch, und das verhehlen Sie ja gar nicht, direkt und nur politisches Kapital daraus schlagen zu wollen, ist keine Politik. Sie lösen keine Probleme, sondern Sie schaffen welche. Das ist Ausdruck höchster Verantwortungslosigkeit und dafür müssen Sie auch gerade stehen. Zum Schluss noch eine Bemerkung zu den Ereignissen in der vergangenen Woche in Potsdam. Herr Lagenmacher und Herr Pethke, ein Wort unter Männern, von Ihnen lasse ich mich nicht anpissen. Ich bin als Bürger dieser Stadt stolz darauf, dass es gelungen ist, den angekündigten Aufmarsch. Herr Abgeordneter, würden Sie bitte einen Moment zuhören, ein gewisses Niveau in diesem Hause nicht zu unterschreiten. Ich bin als Bürger dieser Stadt stolz darauf, dass es gelungen ist, den angekündigten Aufmarsch von Pegida-Anhängern zu verhindern. Die Landeshauptstadt hat auch am gestrigen Abend überzeugend unter Beweis gestellt, dass es hier eine stabile und starke zivilgesellschaftliche Struktur gibt, die solchen Kräften keinen Raum bietet. Viele Potsdamerinnen und Potsdamer haben sich auf den Weg gemacht, um ihren friedlichen Protest zum Ausdruck zu bringen. Das Übergewicht derjenigen, die Potsdam als weltoffene und tolerante Stadt präsentiert haben, war eindeutig. Umso bedauerlicher ist es, dass es in der vergangenen Woche auch welche gab, die mit Gewalt und Randale aufgetreten sind. Das und insbesondere auch die Angriffe auf Polizeibeamte verurteilen wir. Diese Randalierer Herr Abgeordneter, Sie müssen jetzt zum Schluss kommen. Lassen Sie vorher eine Zwischenfrage Nein, ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Sonst muss ich Ihnen leider das Wort entziehen. Diese Randalierer haben unserem Anliegen des friedlichen Protests einen Bärendienst erwiesen. Wie der gestrige Abend gezeigt hat, sind daraus wirksame Schlussfolgerungen gezogen worden. Dank an die Polizisten für ihr bedachtsames Vorgehen. Dank an Herr die vielen Abgeordneter, Sie haben die Zeit jetzt wirklich Dankeschön. Weit überschritten und meine Geduld mittlerweile auch. Ich bitte wirklich auf die Uhr zu achten. Es ist eine geschlagene Minute drüber. Das geht so nicht.